Zap, 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 meine Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, dass wir die silbernen Spiegel meines MLs wechseln, auf Facelift-Optik umbauen und das Ganze verkabeln und hoffentlich wieder zusammenkriegen. Ihr seht schon, an einem anderen Spiegel sind wir schon am Kämpfen. Wir haben schon ein bisschen Erfahrung. Nach dem Intro geht's los. 6-3 AMG, guck die Scheiß, mach ein Auge. Digga, besser kann's nicht laufen. 500 S-Lass vorm Haus für nur 1000. Digga, besser kann's nicht laufen, wenn's wird gelenkt. Seiten auf Null, fahr besser rechts, lass den Wechsel. So sieht das Ganze aus für ML, GL und R-Klasse. Schön mit chinesischen Zeichen. Wenn er montiert ist, soll es so aussehen. Wir haben an dieser Stelle nicht... Oh, ich sehe gerade, es passt auch für W163. Das ist ja lustig. Wenn man das ganze Ding hier mal rausholt, dann hier den neuen Spiegel. Dieser ist zweigeteilt, nicht wie der originale einteilig und hat wunderschöne abgedunkelte LED-Blinker mit E-Prüfzeichen. Ganz wichtig, Freunde, E-Prüfzeichen. Immer am Start zwei Stecker. Da haben wir noch einen Steckeradapter. Dann wollen wir die Dinger mal ranbraten. Zuallererst ist es wichtig, den Lack nicht zu zerkratzen. Ach, ja, super. Das hat wieder richtig gut geklappt. Hier haben wir den originalen. Den drehen wir jetzt mal ein bisschen nach innen. Was ich auch lustig finde, die Stellmotoren haben keinen Rastpunkt. Die kann man so weit drehen, wie man will, bis es halt nicht mehr geht. Und beim anderen habe ich jetzt einfach ganz leicht gezogen. Aber der hier scheint schon stabiler zu sein. So, und ab ist er. Wie wir hier sehen, ist hier die Heizung. Und ich sehe gerade, der hat nur einen Clip. Und der zweite ist hoffentlich nicht abgebrochen. Oh oh. Und was haben wir hier? Das hatten wir gar nicht bei dem anderen. Vielleicht ist das irgendein Sensor. Mal gucken. Der Clip müsste... Aha, der eine Clip, der fehlt... Was? Achso, nee. Hä? Hier ist nur ein Clip. Das ist ja abenteuerlich. Bei dem anderen hatten wir zwei Clips. Da sind wir nämlich gerade noch am Kämpfen, das Spiegelglas wieder reinzubekommen. Dazu später mehr. Oh Mann, das ist ja schon wieder zu abenteuerlich. Ich habe jetzt gerade keinen zweiten Clip fliegen sehen. Wollen wir zuerst mal hier den Stellmotor ab. Dazu haben wir hier eine Schraube und hier eine Schraube. Den werde ich mal kurz abdrehen. Motor falsch rum eingebaut. Habe ich doch auch schon überlegt. So, Motor ist raus, wie man unschwer erkennen kann. Sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir auf der anderen Seite irgendwas falsch gemacht haben. Wir haben jetzt hier noch eine Schraube fürs LED. Das ist hier außen der originale LED-Blinker. Zack, zack, ab ist das Ding. Und jetzt ist das LED einfach nur gesteckt. Den sollte man jetzt eigentlich rausbekommen. Was auch noch verdächtig ist, ist, dass es bei dem anderen Spiegel alles viel leichter ging als auf dieser Seite. Ich glaube langsam wirklich, dass der ganze Wagen mal irgendeinen Streifschaden auf der Seite hatte. Weil da haben wir ja auch nachlackierte Stoßstangenapplikationen bzw. Radlaufhäuser, die auch abgehen. Das haben wir auf der anderen Seite nicht. Hier haben wir ein angeschlagenes Trittblech, eine Beule in der Tür, anderes Spaltmaß am Scheinwerfer. Hm. Und was Max gerade auch noch aufgefallen ist, hier haben wir ein anderes Spiegelglas, wo keine Mercedes-Zeichen drauf sind. Immer verdächtig. Jetzt ist er fest. Und wie kriegt man ihn wieder ab? Gar nicht. Das war es jetzt komplett. Danke fürs Gucken des Videos, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal ohne einen Spiegel. Ah, hier unten ist auch was abgebrochen. Cool. Gut. Auf jeden Fall probiere ich jetzt hier erstmal den LED-Blinker irgendwie noch rauszukriegen. Ach, komm schon. Okay, ich glaube, ich benutze eine zweite Hand mal dafür. Alter, der hat ja gar keinen Bock. LED-Blinker ist ab. Jetzt haben wir hier den Hauptclip. Wenn wir daran jetzt ziehen, dann können wir die ganze Spiegelkappe abziehen. Ja. Vorsicht, die Kabel. Erstmal von der Heizung Fest die Kabel ist. Abmachen. Die Komm, ich halt komplett. Du reißt die Kabel ab. Auf eigenes Risiko. So. Ah. Jetzt geht der eigentliche Spaß los. Ich hatte nämlich schon mal angefangen, hier komplett den Stecker auseinanderzureißen an der anderen Seite. Wir haben dafür aber hier noch so einen Adapter am Start. Den muss man nur richtig rum reinmachen, sonst blinkt das LED nicht richtig. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, wir hatten den so rum drin. Die unteren Kabel sind jetzt fürs eigentliche LED gedacht. Dann nehmen wir uns einmal den Spiegel, verkabeln hier die LED und Umfeldbeleuchtung auch ganz wichtig, auch LED verkabeln wir selbstverständlich auch. Wobei ich auf der anderen Seite festgestellt habe, dass Umfeldbeleuchtung komischerweise nicht mehr funktioniert. Wir testen das Ganze jetzt einmal. Ja,
Geil, wie man sieht, sieht man gar nichts. Ja gut. Also, ich habe jetzt gerade Warnblinker an und totales Chaos hier gerade. ML reagiert jetzt auch gar nicht mehr auf den Schlüssel. Ich weiß nicht, was da los ist. Und die LED-Blinker blinken nicht mehr. Ich glaube, das war es komplett an dieser Stelle. Spiegelkapp ist drauf. Ich habe es jetzt mal getestet. Das funktioniert soweit. Jetzt muss man halt nur noch wieder die Schrauben hier reinmachen, sodass hier der Clip hinterhängt. Scheiß auf elektrische Spiegel. Scheiß auf Anklappen. So, derzeitige Situation mit meinem sehr verdreckten rechten Außenspiegel. Ich bewege ihn mal ein bisschen. Aha. Irgendwie hat er keinen Bock weiter nach links. Das reicht aber noch nicht. Gucken nach rechts. Irgendwas scheint da auf jeden Fall noch nicht richtig zu sein. So, linke Seite. Hier dreht sich der Motor. Ah. Okay, so. Ja, mach die mal nach innen. Ja, hohe Gewalt. Ich probiere auf der anderen Seite. Puh. Seid ihr motiviert oder was? Hier haben wir das Most Hated Spiegelglas. Erstmal rein hier wieder. Mit dem sonderbaren Stecker. Jetzt habe ich gerade gar keinen Plan, welcher der beiden für oben oder unten für die Spiegelheizung ist. Tipp sie einfach mal jetzt nach Gefühl. Fehlt hier ja noch dieser schöne Clip. Oh, ich sehe die Anzeigen schon wieder reingeflattert kommen. Ich glaube, dieses Spiegelglas hier können wir vergessen auf der Seite. Der Clip ist komplett abgebrochen. Oh, okay, okay. Ich bin drin. Scheiß auf den Clip, Alter. So. Ja, der ist am Start. Was hast du mit dem Metallclip jetzt gemacht? Ja, weg. Einfach nach oben, ja. Und... Nee, ist weg. Ist abgebrochen. Das Metall? Ja. Nee, der hängt jetzt nur mit Plastik. Ach so. Oh. Keine Ahnung. War der da überhaupt drauf? Ja, den habe ich extra so hoch gemacht. Ach so. Weil anders geht's ja nicht dran. Also irgendwie glaube ich, der hängt noch nicht richtig... Oha. Oha, der ist richtig stabil. Keine Ahnung, was mit dem Clip ist, um ehrlich zu sein. Okay, also ganz ehrlich. Der China-Spiegel hindert jetzt gerade den Spiegel... daran, richtig sich auszurichten. Aber es passt. Ich sehe was. Und weiter geht's. Wir haben den Motor jetzt nochmal ausgebaut und festgestellt, dass das auch überhaupt nichts werden kann hier. Die Clips, die rasten überhaupt nicht ein, obwohl es beides Mercedes ist, beziehungsweise beides ausgebaut aus diesem Wagen. Keine Ahnung, was da für Dritthersteller sind. Wirkt halt fast so, als wäre der Motor für die andere Seite oder sowas. Dass da die Passgenauigkeit nicht gegeben ist. So, liebe Leute, wir haben jetzt, wie man unschwer erkennen kann, abends. Und das ist natürlich die beste Zeit, um die neuen Poser-Lichter auszuprobieren, die ich ja leider immer nur hier auf dem Hof präsentieren kann und nicht am Jungfernstieg oder Kiez. Das macht mich persönlich sehr traurig, aber gut. Danke, Coroni Moroni, an dieser Stelle. So, ich werde dann einfach jetzt mal anmachen. Okay, von hier vorne hat man gar nicht so viel gesehen. Man sieht jetzt hier schon sehr schön die Einstiegsbeleuchtung. Ist komplett LED, richtig krass. Ja, ich weiß, das blendet immer noch übel krass. Ich werde da wahrscheinlich auch Tönungsfolie drüber ziehen hier, weil das einfach, ja, das geht nicht klar. Ja, Einstiegsbeleuchtung richtig, richtig cool. Auf der anderen Seite funktioniert es natürlich auch. Das hat alles geklappt soweit. Wenn man die Spiegel jetzt aufmacht, die Tür aufmacht, dann klappen die Spiegel aus. Oha, ich sehe sogar gerade, jetzt ist das Licht viel besser. Vielleicht sollte ich dieses Spiegel anklappen mal deaktivieren. Oh, ich sehe jetzt aber gerade, ich mache mal kurz Blitz an. Das ist natürlich gar nicht cool hier. Da kann man als Chaya jetzt einfach reingucken von der Seite und die ganzen Kabel sehen. Da weiß ich ja noch nicht, ob man das hier nicht irgendwie mal zumachen sollte. Und hier ist der Spiegel nicht lackiert. Hier ist er einfach silber, weil und hier hängt ein Kabel raus. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hätte ich euch eigentlich, ich sehe die Kommentare schon wieder, das hätte ich eigentlich gar nicht erzählen dürfen jetzt hier. Ich zeige euch dennoch jetzt nochmal die Optik von vorne, indem ich hier einmal den schicken Warnblinker starte. Das macht sich richtig gut. Bild steht, zweite Reihe vor meinem Friseur. Ach nee, zweite Reihe darf man jetzt auch nicht mehr parken. Naja, ihr wisst, was ich meine. Top. So, Freunde, das soll es auch schon von meiner Seite aus gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat,
Däumchen wären Träumchen. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen für den ML bestellt. Wieder ein paar mehr. Man kennt es, wenn man einfach nicht aus dem Shoppingwahn rauskommt. Quarantäne kickt. Man hat ja nichts zu tun, außer zu schrauben. Finde ich natürlich auf der einen Seite cool. Das Auto wird schneller fertig, als wie wenn man die ganze Zeit irgendwie nur rumtrudelt. Aber ja, hat halt auch seine Nachteile. Bleibt gesund, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ciao.